So, dann müssen wir jetzt hier noch links, dann ging's. Ach, da sehe ich schon das Stadion, Herr Ochsen. Aber es ist echt eine gute Anschaffung hier mit dieser Gegensprechanlage auf den Fahrzeugen. Also da hat ja, muss ich den Harpe und unsere ganzen Azubis loben. Ne? Da haben wir auch. Ja, da haben die gut gemacht. So, dann gucken wir mal. Wo soll das denn hier hin? Da haben wir das Stadion gebaut. Das muss ja dann direkt daneben, oder? Bö? Ah, okay. Ach du Schande. Ach du. So, wo schickt der mich denn lang hier, Mann? Ja, da ist ja natürlich Platz genug. Das ist eine schöne Stelle hier. Ach Mensch, mein Vater, wenn der das noch sehen würde, hier ganze Verschandete. Ach, da ist ja nicht viel zum Baggern. Ja gut, man weiß jetzt nicht, da kommt ja. Warum fährt der nicht? Baggern. Mein Gott, fahr doch weg, ey. Ehrlich, jetzt du nervst mich einfach nur. Fahr doch einfach weg. Hier so hin. Aber das ist ja nur ein Teil, das ist ja ein Becken nur. Da kommen ja noch mehr. Boah, der führt mich. Aber ey, der führt mich aber auch einen Weg, ne? Der Fürst? Was ist mit dem Fürsten? Nicht mehr normal. Ehrlich. Was soll jetzt mit dem Fürsten? Wir können ja mal eben zum Stadion gehen, während der Herr Hoxton dann noch mit dem Fürsten spricht. Ich sprich nicht mit dem Fürsten. Was denn? Was ist denn mit ihnen los? Ich hab grad mein Hörgerät nicht ein. Sie sind ja immer total rattig, immer, wenn sie mit dem Fürsten sprechen. Herrlich, was ist denn los? Ich gehe jetzt das Stadion und wir nochmal angucken. Ja, ist auch besser. Nehmen wir die Zuschauer mit und wir gucken uns jetzt hier das Stadion an. Weil es wird ja das Stadionbad. Und schön, ne? Das haben wir alles gebaut und es ist so top gepflegt. Guckt euch das mal an hier. Oh. Was? So eine Hoxdach zeigen. Dann haben sie gemacht wieder. Nix. Gar nix. Mal hier die Tartanbahn. Genial. Und jetzt der 100 Meterlauf hier. Der hat Frauen und ich bin jetzt hier. Ja! Yeah! Und zack. Schon genial, ja. Mit der Frau ist. Ich weiß nicht, was mit der los ist. So. Wo ist denn der? Hoxton ist immer noch nicht da. Warum bleiben Sie doch mal locker? Ich bin doch auf dem Weg. Ich kann doch nicht fliegen mit dem Teil. Sie haben doch gesagt, warum sagen Sie jetzt sowas? Sie wollen bestimmt noch beim Jupp vorbei, ne? Warum sind Sie denn schon wieder so? Sie haben gesagt, Sie sind sofort da. Ja, haben Sie gesagt. Ja. Warum sagen Sie sowas? Ja, sicher. Sie ja, warum haben sind Sie denn? Gesagt, Sie sind sofort da. Ja, warum sind Sie denn auch wieder so? Ich begreife das nicht. Sie haben's. Weiß nicht, was das Sie soll sagen, wieder. Sie sind sofort da, also wenn Sie hier rechts fahren und hier links fahren. Sind Sie schneller wie ich? Hm? Sieht man ja, wie schnell Sie sind. Halten Sie den Mund. Was müssen wir denn danach machen, außer baggern? Mal fahren Sie die Scheiße hier selbst. Ja, ich muss ja gleich fahren. Nochmal. Diesmal können Sie die ganzen Materialien holen. Nochmal baggern. Und dann die Armierungseisen vom Baustoffhändler holen. Die transportieren Ladung in den markierten Bereich. Also sollen wir dann wieder baggern? Dann Zementsäcke besorgen? Oh Mann. Wo ist denn hier der Eingang? Bei mir. Da ist er ja schon. Fahren Sie am besten rückwärts, oder? Nee, hier. Achso, bleib am besten hier stehen. An sich holen wir den Bagger. Holen wir mal das gute Stück. Versuchen Sie mal die Ketten auseinander zu machen. Das hat breiter wird. Das ging nochmal wie? Ja, keine Ahnung. Aber man konnte die auseinander machen. Kann ich da auch so dran erinnern? Kann ja nochmal gucken.
Optionen, Taste Belegung, Fahrzeugsteuerung. Das ist ja der große Bagger, ne? Das ist 956. Ja, aber mittlerweile Raupenbagger, ne? Das kann sein. Richtig? Durchaus möglich, ja, Herr Hauksen. 956? Also hier sehe ich nur Ein- und Ausfahren. Dann ging das nur bei dem Erdbohrgerät. Ja, das glaube ich auch. Schau ja mal. Drehbohrer, ja, ne? Weil der war ja auch mega, ne? Oder ist mega. Unterwagen, ausfahren, einfahren. Okay. Ja, ja. Möchten Sie dann hier baggern? Ja, kann ich machen. Und ich bagger, ich bringe das Baggebaggerte dann weg. Wie ist denn besser? Vorne baggern oder hinten baggern erst? Schmutzpiep, egal. Lassen Sie mich mal da baggern. Also rein in die Kiste. Kiste! Cool. Ich werde jetzt dieses Gebagger. Lass mal hier aus der Seitenperspektive an. Los geht's. Umschalten. Und jetzt wird gebaggert. Eieieiei, das macht da alles kaputt hier. Machen Sie ruhig voll, weil es steht zwar nur 10, aber machen Sie ruhig voll, umso mehr Geld gibt es. Ja, sicher. Muss ich noch weiter vor? Der sieht doch stehen bleiben. Weiter vor, damit sie vorne den Zippel richtig kriegen. Haben wir schon dran. Heide Mai, guckt euch das an, was der da wegholt. Das ist mal ein Bagger, ne? Ich kann da nicht abladen. Maßarbeit. Noch ein Stückchen vor. Hier müssen wir mal eine richtige Schaufel haben. Einiges, ne? Stellen Sie sich mal vor, wir hätten zwei Fahrzeuge. Können wir mal abwechselnd die wegbringen. Das wäre ja auch nicht schlecht, ne? Was noch blöder ist, ich kann hier nicht mehr hochfahren. Einmal ein bisschen dann wieder hoch. Ne. Der fährt nicht hoch. Stellen Sie einmal um auf den anderen Modus und dann nochmal zurück. Geht nicht. Schaufel befindet sich neu in der Erde. Drücken Sie mal die ganzen Hebel da. Versuchen mal alle Hebel und da jetzt tut sich gerade was. Nein, der fährt nicht mal hoch. Da jetzt.
Nein, nix geht's. Da ist er doch. Ja, jetzt, weil ich ihn zurückgesetzt habe. Neugier, Neugier, lass dich grüßen, also sag ich das zu mir, oder? Meine Güte, wie zielgenau sie das machen. 5,5, hör, geht mal was. Eigentlich hätten wir mit zwei Maschinen hier. Soll ich noch den zweiten Auflieger holen? Dann stelle ich mal einen hin und den einen bringe ich weg, dann machen sie den anderen voll und dann kann ich wieder in Action treten. Macht keinen Sinn. Na ja, wohl, aber ist ja doch eine Menge, was hier weggeht, ne? Da hätten wir jetzt einen zweiten Mann für gebraucht. Wieso? Ich kann den doch immer austauschen. Und sie machen den einfach voll, das dauert ja auch. Und in der Zeit bin ich ja wieder zurück hier über den schnellen Weg. War jetzt nur über die Überlegung, weil so weit ist das ja jetzt hier nicht weg zum Kieswerk, verstehen Sie? Ja. Was wollen Sie denn? Auflieger. Ding natürlich wirtschaftlich, ne? Nicht ohne ihre Zustimmung. Ich denke immer daran, dass wir dann umso mehr Fahrzeuge wieder zurückbringen müssen. Aber warum da steht, bringe 10 Kubikmeter zum Kieswerk, ne? Weil das ist ja wesentlich mehr. Erde, die wir da rausholen. Ja, wer weiß. Voll? Nee, voll noch gar nicht. Er hat zwar jetzt 11, aber voll ist er ja lange nicht. Ich sag ja, deshalb wäre so ein alles weiter Auflieger gar nicht so schlecht. Dann haben sie genug Zeit. In der Zeit bringe ich da das alte weg. Ja, da sind sie zusammen und genau, da ist alles weg da. Aber nicht ohne ihre Zustimmung. Das ist doch scheißegal. Mir ist das doch Latte. Ja, soll ich einen holen? Mach doch, was du willst. Ist egal. Guck ich mal eben. Das ist ja Unsinn, wenn wir jetzt so viel Erde Unsinn haben. Ja. Bin ja auch meinem Geld nicht zu schade, ne? Also, wissen schon. Da muss der genau da drunter stehen, ist doch gut da. Ganz genau.
kommt ja eine Menge Geld zusammen, muss man ja wirklich sagen. Naja, logisch, weil das ist ja immer verschenktes Geld, wenn man das irgendwie richtig macht. Was ist jetzt der schnellste Weg zu ihnen? Am Stahlwerk vorbei? Nee, ne? Eigentlich nicht, ne? Ich hab keine Ahnung. Warte. Aber ich werde den Zuschauern dann ersparen und weiter bangen. Ja, das machen wir auf jeden Fall nicht. Also, wie gesagt, wir werden das so machen, wie wir. Jetzt weiß ich nicht, ob das Ding schon langsam voll ist oder nicht voll ist. Ich sehe nichts. Das ist das Problem. Ja, einfach. Gucken Sie mal, hier ist ein Tunnel. Kommen wir denn da durch? Ist der Tunnel der Tunnel? Der Tunnel? Noch gar nicht durchgefahren durch den Tunnel. Fahr auch nicht da durch, weil da bist du zu weit. So hat sich gerade erledigt. Mach den Baustelle frei, Raupenbagger. Ja, hast aber gehört? Ich bin hier gerade am Tunnel. Ja, du bist falsch. Ich wollte hier mal durchfahren. Ich bin hier noch durch den langen Tunnel noch gar nicht gefahren. Ja, ja, aber du bist auch falsch. Du bist ja wahrscheinlich nicht irgendwo ankommen. Oh. Ich brauch dich hier. Ja. Ich muss jetzt die Baustelle frei machen. Komm mal. Ach, hier komme ich dann raus. Okay. Hell to belly. Baggerelle markierten Bereiche. Wieder? Ja, jetzt muss ich wieder baggern. Ja, hab ich doch schon. Ach, daneben. Jetzt ja, muss ich daneben baggern. Ich komme eben mit dem Eumelbums hier vorbei. Gleich bei ihm. Wow, Scheingeister. Das Schild geht auf meine Kosten. Hab ich aber richtig weggerumst. Bin sofort da, Geduld. Und dann stelle ich Ihnen den hier hin, dann können Sie den wieder voll machen und ich bringe das andere weg. Ja. Ja, hätte schon Sinn. Na, so sind wir dann effektiver und vor allen Dingen, es kommt genug Geld bei rum. Nicht, dass wir jetzt auf den Cent gucken müssen, aber es ist natürlich dann schon eine attraktive Sache, ne? Roxen? Ja, ich warte trotzdem auf Sie. Ja, ne? Ich bin jetzt letzte Kurven. Fast bei Ihnen. Sie können schon meine Staubwolke sehen, denke ich mal. Ich rieche es. Oh je, je, je. Jetzt bin ich bei Andrea. Oh, Andrea. So, ich komme. Ich meine Erscheinung. So, die Gelbweste ist im Anflug. Bin ich jetzt mal durch den Tunnel gefahren, Sense. Wo soll ich mich hinstellen? Ja, da wo ich besser rankomme. Ich muss hier rumbaggern jetzt hier wieder. Nee, warum nicht auf der anderen Seite? Warum kommst du nicht auf der anderen Seite? Viel einfacher. Ich muss da zumindest auch da rankommen, ne? Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Du stehst zu nah, aber ist egal. Wir rücken mal was weg hier. Ist der voll? Ja, komm ran hier, dann kriegst du noch was. Kriegst du noch eine Schippe hier.
voll? Wie viel hat der denn noch? Denk mal 4 Kubik oder so, 20, die geht da bestimmt rein, ne? Oder 25 sogar. Sind wir bei 18,7. Ich denke mal, da passen 20 rein. Ich bin mir nicht sicher. Meine auch. Irgendwie sowas mal im Kopf zu haben. Da geht schon einiges rein in so eine Schaufel. Ja, 20 voll. Okay, auch wieder so. Bis gleich. Jo. Stadion Bad. Ich bin schon fertig mit Bananen. Was? Kann nicht sein. Auf den Baustellen dann nicht. Nicht. Dann auf, der Auflieger ist Anhänger abgekuppelt, was ist jetzt los? Kann nicht sein, ey. Wo ist denn der jetzt? Der steht auf der anderen Seite. Fahr da mal hin, du musst ihn gleich wieder angucken. Hier ist auch mal diese gelbe Leuchte an, was ist denn das? Jetzt ist er grün. Ach, grün. Okay. Ha. Komisch. Oh! Ja, Telefon. Oh, Telefon! Gar nicht gesehen, als Telefon.